Jo, jo, zieht euch das mal rein. Und er hat so recht, der Gute. Er hat so recht. Ich sag ja, das wird noch was. Wir kriegen es schon hin. Gemeinsam schaffen wir das. Aber zieht euch's mal rein. Liebe Bundesregierung. Ja. Ja, einige Sesselfurzer im Bundestag dürfte jetzt der Hintern richtig heiß werden, ne? Da ist das Sitzen nicht mehr so angenehm, ne? Dieses lästige Sitzen und alles läuft doch. Ja, wieso denn nicht? Ja, du, da ist eine politische Partei. Die macht euch richtig die Höhe heiß. Genannt AfD. Wow. Die Werte sind gestiegen, ja? Die Quote ist gestiegen. Immer mehr Menschen sprechen sich für die AfD aus. Ja, aber wieso ist denn da ein dunkelhäutiger Schwatter, der sich darüber lustig macht? Ja, ganz klar. Es wurde doch mal Zeit, dass wir endlich mal eine Opposition in diesem Land bekommen, der von euch endlich mal wahrgenommen wird. Die im Bundestag so richtig für Taram sorgen, ja? Wo auch ein Scholzi und ein Spahn und der Baerbock und wie die alle heißen, mal ins Schwitzen kommen. Ja, was denn? Ja, ihr müsst das mal so richtig für euer Geld arbeiten. Denn es ist lange, lange her, dass wir in Deutschland eine Opposition hatten, die mal richtig den Maul aufgerissen haben. Und nicht aller Politik-Sumpf, ich dir nichts, du mir nichts, da irgendeinen Quatsch hergelabert haben. Ja, Leute, Deutschland hat richtige Probleme aktuell. Nicht nur die Bildung, nicht nur die Migrationspolitik, nicht nur die, Fachkräfte, die ihr haben wollt. Ja, wir haben richtig viele Probleme. Und viele Probleme sind hausgemacht. Denn in Deutschland kümmert man sich nämlich gerne erstmal um die Probleme außerhalb der eigenen Grenzen, bevor man ins eigene Haus guckt, was denn hier alles schiefläuft. Ja? Und ich freue mich darauf. Dass ihr jetzt endlich mal arbeiten müsst. Und wisst ihr was? Ich gebe euch mal einen Tipp. Wenn ihr doch keinen Bock habt auf die sogenannten Neonazis der Neuzeit, die AfD, die ja alle total gegen Ausländer sind und am liebsten zusehen würden, dass Nazi-Deutschland wieder aufgebaut wird, bla 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 bla, ist es ganz einfach. Macht doch einfach Politik im Sinne der Bevölkerung. Und dann werdet ihr sehen, dass die Opposition dadurch geschwächt wird. Aber das werdet ihr nicht hinkriegen. Wisst ihr warum? Denn bisher war die Meinung der Bevölkerung euch scheißegal. Jetzt kriegt ihr noch 3000 Euro oben drauf. Habe ich in der Zeitung gelesen. Wow, super. Und die Bevölkerung darf weiter schauen, wo die bleiben mit ihren Kosten. Ich warte auf unsere nächste Abrechnung fürs abgelaufene Jahr. Das wird teuer. Und wisst ihr, wenn wir solche dumme Schlagzeilen lesen, dann gehen viele Bürger hin. Und nicht nur ein Schwatter wie Serge Schmenger, sondern auch viele aus allen Schichten Deutschlands, Ärzte, Anwälte, Polizisten, und sagen, ich werde mein Kreuz bei den Blauen machen. Weil genau mit solchen Meldungen zeigt ihr uns, dass wir uns auf eure Aussagen und Versprechungen nicht verlassen können. Last but not least, wer Frieden möchte, schafft nicht noch mehr Waffen heran, sondern setzt sein gottverdammtes Hirn ein und schafft einen Dialog der Verständigung, Diplomatie für den Frieden. Tschüss, ich bin wieder da in Deutschland.